Gleich neben der alten Elsterbrücke befindet sich die neue Elsterbrücke. Sie ist eine der wichtigsten Verkehrsadern in die Plauener Innenstadt. Außerdem ist sie die einzige Überführung für die Straßenbahn über die Weiße Elster. Nur so kann die Tram in Richtung Neuendorf, Oberer Bahnhof, Preiselpöhl und Plammack fahren. Nun kann die Anfang der 1970er erbaute Brücke saniert werden. Möglich ist dies mit Fördergeldern des Freistaates nach der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr für die Förderung von Straßen- und Brückenbauvorhaben kommunaler Baulastträger. Bereits Ende 2020 wurde ein Fördermittelantrag eingereicht, der 2021 abgelehnt wurde. Im zweiten Anlauf hat es nun geklappt. Den Fördermittelbescheid überbrachte gestern Staatssekretärin Ines Fröhlich vom Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, den Oberbürgermeister Steffen Zenner vor Ort entgegennahm. Innerhalb der nächsten 3 Jahre bis 2025 soll nun die komplette Brücke samt der dortigen Mühlgraben- und Syrer-Überdeckung erneuert werden. Auch die Straßenbahntrasse im Bereich der Syrerstraße wird erneuert. Die Gleisanlagen sollen im Baubereich an die neue Brücken-, Bahnsteig- und Straßengeometrie angepasst werden. Für die Bauzeit wird die Straßenbahn weiter über die Brücke fahren. Das Vorhaben ist sehr komplex und durchgängige Befahrung der Brücke durch die Straßenbahn eine Herausforderung. Für die Stadt entstehen dabei Gesamtbaukosten von rund 12 Millionen Euro, wovon rund 50% gefördert werden. Die Straßenbahn rechnet mit Kosten in Höhe von rund 5,2 Millionen Euro mit einer Förderung von rund 90%. Die Arbeiten erfolgen abschnittweise, sodass nicht der gesamte Baubereich voll gesperrt werden muss. Der Straßenbahnverkehr wird bauzeitlich mit Einschränkungen aufrechterhalten.